Joho, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zu The Forest. Ich habe ja in einem meiner letzten Livestreams, beziehungsweise im letzten The Forest Livestream, mal erwähnt, dass ich mir überlegen könnte, eine Serie aus diesem Spiel hier zu machen. Und auch wenn gerade eben alles dunkel ist und erst am Horizont langsam die Sonne aufgeht, werde ich das jetzt tatsächlich tun. Ich habe sehr großen Gefallen während diesem Livestream an The Forest an sich gefunden und möchte deswegen so, ja, kein direktes Let's Play draus machen, sondern hin und wieder einfach mal gerne ein Video hochladen mit ein paar Sachen, die ich darin mache. Einfach mal so eine Runde The Forest, ja, kein direktes, komplettes, ausführliches Let's Play dazu, in dem ich wirklich jeden noch so kleinen Scheiß zeige, den ich in diesem Spiel mache, sondern immer mal wieder einfach ein kleines Video für zwischendurch. Geht denn die Sonne auf oder geht sie unter? Sie sollte doch eigentlich... Geht sie auf oder geht sie unter? Unter fände ich nicht so cool für den Anfang. Die Sonne muss aufgehen. Sie muss... Geh auf, Sonne, geh auf. Es wird ja zumindest mal irgendwie heller gerade eben. Ja, erstmal für diejenigen, die The Forest gar nicht kennen sollten. Wir sind hungrig, wir sollten uns irgendwas zu essen machen. Haben wir eigentlich irgendwas da? Haben wir irgendwas zu essen da? Zwei Arme im Inventar und... Wir müssen jagen gehen. Wir müssen jagen gehen. Es gibt keine andere Möglichkeit, außer jagen zu gehen. Deswegen nehme ich meine Axt hier mal raus. Ja, also was ich gerade eben erklären wollte noch an dieser Stelle, ist, für diejenigen, die The Forest nicht kennen, habe ich unten in der Beschreibung eine zweiteilige Videoserie von mir verlinkt, die ich schon mal zu The Forest gemacht habe. Also so ein kleines angespielt und darin wird auch die Story erläutert. Kurz zusammengefasst, man ist hier abgestürzt auf dieser Insel. Auf der Insel gibt es böse Kannibalen und man muss einfach überleben. Ende. Ja, eigentlich wird er so noch entführt, aber da gibt es eigentlich bisher noch nichts sonderlich Großes zu machen. An sich werde ich das also so machen, dass ich jetzt hier zum Beispiel euch auch nicht den Anfang zeige, sondern dass wir einfach den Speicherstand benutzen, den ich im Livestream erspielt habe. Wir haben also schon eine kleine Base, wir haben ein paar Items, wir haben hier schon die ziemlich krass OP-mäßige Flare Gun, mit der die ganzen Kannibalen kein Problem mehr werden. Und ich werde einfach so ein bisschen Update-mäßig was machen, ja, so ein The Forest Tagebuch könnte man das nennen. Und ich werde euch einfach mal gleich erklären, wie weit ich denn hier in The Forest bisher bin, wenn mal aufhört, diese blöde Meldung mit den Basic Survivals rumzurennen. Was wir jetzt brauchen, ist was zu essen. Und Essen besorgt man sich am besten, indem man ein paar, was ist denn das hier eigentlich? Irgend so eine Pflanze. Grandios. Die Beeren sollte man nicht essen. Die sind meistens giftig. Ich glaube, es gibt nicht giftige Beeren, aber das sind, die... Our Indigo Color and have a little crown on the tip. War das nicht gerade eben schon so eins? Das sah da hinten, sah so aus wie das, aber... Nee, oder? Oh, die kann man essen. Die hier kann man essen, die Beeren. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber das sind tatsächlich essbare Beeren. Das erste Mal, dass ich essbare Beeren gefunden habe. Premiere. Die auch, oder? Ja, der Hammer, ey. Da können wir uns hier richtig, brauchen wir gar nichts jagen gehen. Wir ernähren uns einfach ab sofort vegan. Ja? Und essen nur noch Beeren. Leckere, leckere Beeren. Und wir können vielleicht mal hier so ein bisschen davon was mitnehmen. Also, für diejenigen, die wirklich komplett confused sind und keine Ahnung hat, was hier abgeht, schaut euch meine zweiteilige Angespielt-Serie dazu an. Das ist jetzt eigentlich, gut, die Angespielt-Serie, muss man dazu sagen, war jetzt nicht sonderlich professionell. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur versucht, die Kannibalen abzuschlachten. Das ist eher, naja, nicht das, was man vielleicht in dem Spiel die ganze Zeit tun sollte. Man kann die nachher schon noch in ihrem Lager ein bisschen heimsuchen und ein bisschen in den Popo bumsen, aber... An sich geht es eigentlich mehr darum, zu überleben und sich seine Basis aufzubauen und... Ey, richtig geil, ey, wie viele Beeren es hier gibt, Mann. Das muss ich mir merken, hoffentlich wachsen die auch nach. Aber ich würde trotzdem ganz gerne was jagen, einfach um nachher am Lager was zu essen da zu haben. Die Frage ist nur... Ist hier irgendwas, weil vielleicht könnte auch sein, dass wir einen Ladefehler haben und... deswegen keine Tiere sich in unserem Speicherstand befinden. Da muss man das meistens nochmal neu laden, ist sehr, sehr nervig. Also was heißt sehr, sehr nervig? Es ist unglaublich nervig, wenn das passiert, denn ich sehe hier gerade eben einfach keinerlei Tiere. Nun gut, dann machen wir ein Video ohne Tiere, Leute. Ja, wir haben ja genügend Beeren gegessen, das reicht dann zumindest für 2 Minuten, weil der Typ, den wir spielen, ist ein unglaublicher Fresssack, der nach 2 Minuten immer schon direkt wieder zu McDonald's rennen möchte, um sich dort irgendwas reinzuschnabulieren. Also, das hier, das ist meine Base. Eigentlich ist das, wurde mir jedenfalls gesagt, strunzdumm. Die Base so nah am Flugzeug zum einen und zum anderen so direkt offensichtlich am Strand zu bauen. Was ich allerdings schon gemacht habe, um mir einige von den Kannibalen fernzuhalten, ist überall brandgefährliche Koffer hingelegt. Das ist ganz wichtig. Also wenn ihr wirklich, wenn ihr euch die Kannibalen vom Leib halten wollt, dann müsst ihr diese ganzen Koffer, die sich da oben befinden, ja, müsst ihr quasi runterschucken. Ja, also ihr rennt hier immer so dagegen, nehmt die und schuckt die einfach runter, ja, bis die hier auf dem Strand liegen. Und dann ist wichtig, dass ihr nur...
den grünen Koffer öffnet. Also einen einzigen grünen Koffer dürft ihr öffnen, zack, und das hält die dann komplett ab. Dann habt ihr eigentlich, dann kommen keine Kannibalen mehr irgendwo rein. Da muss dann auch ein Tennisball drin sein, den Tennisball werft ihr dann so Richtung Wasser, der darf nur ganz leicht im Wasser landen am Anfang und das ist dann so ein Glitch, wodurch man sich die Kannibalen wirklich komplett fernhält. Glaubt's mir, ja, komplett. Und jetzt für diejenigen, die schon älter als 3 Jahre alt sind, man kann ja diese Totems bauen, da packt man Arme drauf, ja, also es ist ein sehr brutales Spiel, habt ihr vielleicht schon bemerkt, oder Köpfe. Das hier hat gebuggt, das heißt, das ist eigentlich fertig, wird vom Spiel aber nicht als fertig anerkannt. Und deswegen steht's da einfach nur rum. Guck, er ist schon wieder hungrig. Was habe ich gesagt? Jetzt können wir uns gleich wieder irgendeine Scheiße zum Essen besorgen, ey. Das ist ein Typ, ey. Meine Fresse. So, ja. Oder man kann irgendwelche Arme oder nochmal irgendwelche Arme und das schreckt die dann ab. Und die Koffer natürlich auch, ne? Das ist ganz wichtig. Das war natürlich kein Spaß von meiner Seite aus. Die Koffer schreckt die ab. Hallo, das ist übrigens so ein Kannibale. Der liegt hier rum und ist eigentlich nur dafür da, dass man ihm den Fuß ins Gesicht streckt. Oh, riech an meinem Fuß, du geiler Typ. Den hat man nicht getötet. Der liegt da einfach aus irgendwelchen Gründen, ja. Und da drüben ist irgendwo ein Boot, von dem man die Flare Gun herbekommt. Man kann übrigens eh nicht verhungern. Hier könnte ich jetzt noch schlafen gehen. Aber ich denke, ich werde die Folge jetzt mal nutzen. Ich habe euch die Basis schon gezeigt. Ich habe ja auch so ein bisschen was hingebaut. Das werde ich auch noch erweitern. Wenn man hier ins Basic Survival Buch reingeht, dann kann man natürlich hier seine Walls bauen. Und ich werde mal noch ein paar weitere Defensive Walls hinknallen, die wir dann in weiteren Videos und oder Livestreams bauen können. Ich habe das ja gerade eben erwähnt. Ihr kriegt immer nur in den Videos so Ausschnitte mit. Ich werde mir so ein bisschen was raussuchen, was ich in diesen Videos mache. Das werde ich dann mit euch zusammen erledigen. Werde euch ein bisschen was zeigen, wie weit meine Basis derzeit ist. Werde vielleicht auch mal irgendwann einen neuen Speicherstand anfangen. Und da hinten ist gerade einer von diesen Kannibalen. Ja? Und ihr seht wirklich, die haben so Angst vor diesen Koffern. Die können gar nicht herkommen. Und die kann man mit dieser Flare Gun, kann man die unglaublich leicht töten. Weil die Flare Gun hat aktuell, ist ja nach wie vor ein Early Access Spiel, ja, ein Alpha Build. Die Flare Gun hat aktuell noch unendlich Munition. Wo sind sie denn jetzt hin? Hallo? Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde, es sind nie allein. Jetzt sind sie aber ein bisschen aggressiv, habe ich gerade das Gefühl. Wow, gute Freunde, habe ich gesagt, Mensch. Was habt ihr denn da gemacht? Ist das... Habt ihr da... Ist das die Stutes von vorher? Habt ihr die... Da, guck mal, das ist ein Häschen. Geil. Häschen, lecker. Lecker Häschen. Dankeschön. Ich wollte schon immer mal Häschen essen. Ich glaube, wir haben alle, waren die nur zu dritt? Ja, und jedenfalls, wenn man dann eben diese Totems bauen möchte. Oh, guck mal. Oh, 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 oh. Oh, ja. Yeah. Komm in meine Arme. Komm her, in meine Arme. Lecker, 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 lecker. Ja, hier ernährt man sich noch damals wie zu Großpapas Zeiten. Also jedenfalls, wenn man, wo ist denn der jetzt hin? Ich wollte den eigentlich zerhäckseln. Hier hinten haben wir doch auch irgendjemanden umgebracht, oder? Jedenfalls, man kann getötete Kannibalen zerhäckseln, auch die Frauen. Oh, du hast einen wunderschönen Hintern. Da macht man einmal so und dann kann man das alles einsammeln und dann kann man daraus eben diese tollen Totems bauen, die sie dann abhalten. Aber wichtiger sind, wie gesagt, die Koffer, ja? Ihr müsst auf die Koffer achten. Oh! Also ihr seht, manchmal funktioniert der Glitch auch nicht 1A. Da sind jetzt aus irgendeinem Grund welche in mein Lager gekommen. Die haben sich nicht ganz von dem Koffer abhalten lassen. Ich weiß jetzt nicht, warum. Hallo! Seid ihr anwesend? Dann verbrennet alle, denn ich habe die Flare Gun. Und die haben auch Taschenlampen. Guck mal, hier, wenn man da ganz nah rangeht, der hat so eine Taschenlampe auf seinem Kopf. Ja, das ist ein ganz krasser Typ eigentlich. Und dann fallen sie einfach alle um und liegen auf dem Boden. Und eigentlich ist das weniger eine... Aber ihr seht hier, den goldenen Koffer, den haben sie... Ja, den haben sie... den grünen Koffer, den haben sie irgendwie hingestellt oder so. Ja. Was man auch machen kann, ist baden gehen. Sollte man auch, wenn man voller Blut ist, weil sonst kriegt man eine Infektion. Infektion. Und jetzt haben wir die, aber Leute, was mache ich denn jetzt mit den ganzen Leichen hier schon wieder, ey? Wenn da die Kripo vorbeikommt, dann ist Zapfenstreich. Das ist ein Problem. Also, und die hier kann man eben kochen. Zum Beispiel, man nimmt so einen Hasen. Hallo, Hase. Und macht den, erstmal zündet man das an, ja. Dann macht man noch ein bisschen Zeug rein. Ein bisschen Blätter, damit es gut brennt. Und legt den Hasen hinein. Und das ist dann Kochen mit Kedos. Kochen mit Kedos macht viel Spaß. Dann wartet man, bis der fertig ist und muss aufpassen, dass keine Möwen vorbeikommen. Denn Möwen sind die richtigen Wichser in dem Spiel. Die nehmen einem nämlich das Essen weg, ja? Also wenn man hier gerade so schön am Kochen ist und denkt, ja, ich koche ein bisschen Häschen, dann kommen die vorbei und klauen dir das, ja? Weil sie das lustig finden. Und Möwen seit neuestem auch Fleischfresser sind, die Hasen essen. Aber gekochtes Essen gibt ziemlich viel und ich würde jetzt mal weitermachen, hier mit meiner Wand zu bauen, ja? Und in einem der nächsten Videos gehe ich dann mal mit euch auf Inselerkundungstour. Das würde ich aber mal vorschlagen. Aber was ich auch noch machen muss, ist
Ach stimmt, den kann man, das ist ja einer von den nicht sagbaren, ja? Was ich auch noch machen muss, ist vielleicht, wo war das denn, wo war das denn, wo war das denn, war das hier, das war hier, ist vielleicht, wir bauen mal ein großes, oder? Sollen wir mal ein großes bauen? Ich glaube, ich baue mal ein großes hier, so direkt an den Eingang, oder mehr oder weniger an den Eingang meiner Hütte, oder hier so, so hin, will ich das so hin? Komm hier, das sieht, das ist auch schön, ich finde das schön für die Türe. Und wie man sieht, braucht man dafür auch viel Köpfe und anderes Gedöns. Beine, Köpfe, Arme, ist ein bisschen brutal. Aber finde ich, wie gesagt, wenn man... Was habe ich denn jetzt? Ich habe gerade nichts in der Hand. Wenn man das Problem hat, auf einer Insel zu sein, wo Kannibalen einen umbringen und essen wollen. Keine Ahnung, warum gerade aus dem Typen zwei Köpfe rauskamen. Aber ist halt so. Dann finde ich das schon wichtig. Man kann diese Dinger hier, ebenso wie die Koffer übrigens, auch anzünden. Ja, das ist ganz praktisch, weil wenn man die anzündet... Dann ist das gut, weil dann sehen die das von Weitem und... Was brauche ich denn gerade eben noch? Ich brauche nur noch Sticks und... Ach, ich habe schon genügend drauf. Also Sticks und Rocks und Logs brauche ich noch. Also die Logs natürlich hier für meine Defensive Walls. Es ist so ein bisschen... Bisschen hart, das Spiel, ja? Und man muss Zeug einsammeln, um Sachen zu craften. Aber ihr habt euch ja alle mein Angespielt-Video reingezogen, in dem ich auch nichts erklärt habe. Aber ihr habt es euch bestimmt alle reingezogen, einfach um zu wissen... Wieso die Anfänge in dem Spiel sind. Aber das war auch noch eine ältere Version. Inzwischen kann man einfach... Es hat mich so richtig gecatcht, ja. Ich weiß nicht warum. Irgendwann wird es natürlich nichts mehr zu machen geben, aber das Spiel wird ja auch kontinuierlich weiterentwickelt. Und ich will euch einfach so ein bisschen in meine Erlebnisse mit reinnehmen, ja. Das heißt, wenn ich das Spiel mal im Livestream zocke oder so, dann habe ich ja immer einen gewissen Fortschritt und dann kann man immer so ein bisschen was zeigen. Oder wir machen ein bisschen was zusammen in den Videos an sich und... Ach, es ist so... Findet ihr das nicht auch wunderschön, was man alles zusammen machen kann, wenn man... Wenn man auf YouTube ist, kann man viele gemeinsame Videos und muss ich schon sagen, das macht Spaß, dieses Spiel hier, ja. Was wir aber mal machen sollten, sind ein paar Baumstämme. Ich baue mal einen Rock ein insgesamt, den habe ich jetzt. Aber die Baumstämme, die brauche ich ja primär wirklich nur für meine Defensive Walls, ja. Also das heißt, die Walls sind natürlich einfach nur dazu da, dass das Lager zumindest ein bisschen... geschützt ist von diesen Tu-Nicht-Guten, ja, die sich bestimmt die ganze Zeit in ihren Lagern Massen vermehren. Gruppensex wird da betrieben auf widerlichster Ebene, ja. Gruppensex und Gruppensex, andauernd nur Gruppensex. Man kann zwei von diesen Dingern hier tragen, also ihr seht, ein bisschen was erklären kann ich euch auch. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, da jetzt kein so ein komplett noobiges Blind-Let's Play dazu zu machen, wie es eben diese zwei Angespielt-Videos waren, sondern eher so, ey, Chicky-Micky-Videos, was geht, ich bin Kettos, ich habe voll die Ahnung von The Forest, weil es ein gutes Spiel ist und mir Spaß macht. Und trotzdem immer jeder darüber rumrage, dass das Spiel viel zu sehr gehypt wird und Kettos sich an die Nase fasst. Was daran liegt, dass es morgen ist, ja. So, zack, 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 beziehungsweise jetzt ist inzwischen bald fast Mittag. Fünf Köpfe brauchen wir noch. Oh, das ist aber viel, ey. Also fünf Köpfe, das ist eine Hausnummer, die der mir hier anbietet. Haben wir denn hier irgendwo noch einen Kopf rumliegen? Leute, haben wir noch einen Kopf im Angebot? Ist das hier, nein, das ist kein Kopf, das ist eine Flasche. Flaschenpost, ah. Oh. Hier hinten habe ich auch mal Leute getötet. Guck mal, hier zum Beispiel. Nett, ne? Wo ist denn sein Kopf hin? Die Köpfe gehen immer so schnell verloren. Ich weiß gar nicht, warum irgendwie. Hier draußen war auch irgendwo mal ein Boot. Das ist inzwischen aus irgendeinem Grund wieder weg. Da habe ich die Flare Gun hergeholt. Also auch mal, um wirklich anzumerken, ich mag The Forest. Ich weiß, viele von... Also es ist so ein Spiel, das wird öfters mal... Hallo. Jetzt habe ich einen Kopf. Dankeschön. Das wird öfters mal inzwischen, weil es einfach viele auf YouTube auch machen, selbstverständlich. Dann bin ich mir bewusst. Ah, guck mal. Da rennen sie weg. Da rennen sie weg, da haben sie Angst vor meinen Totems. Also es wird von vielen immer wieder mal so, als ist natürlich ein Hype-Spiel, das will ich dem Spiel auch gar nicht absprechen. Aber es macht mir wirklich Spaß, weil es schön aussieht, vor allem für ein Alpha-Build. Und weil es ein cooles Prinzip ist und einen schnell in seinen Bann zieht. Jedenfalls hat es mich in den Bann gezogen, weil man da Leute zerteilen kann. Und das ist ein Hobby, das ich auch im echten Leben habe. Eigentlich bin ich gar kein YouTuber, sondern ein streng gesuchter Massenmörder. Allerdings auch nur in Kanada, ja. Und weil die in Kanada alle so nett sind, haben die auch kein Problem, wenn du ein Massenmörder bist. Das finden die eigentlich an sich vollkommen okay. Und deswegen kann ich hier komplett ohne Probleme leben. Ja. So, sag mal, ist hier denn jetzt irgendwo, die sind doch gerade weggerannt. Was ist das denn eigentlich für eine Scheiße? Mach das mal weg. Ja? Ich glaube, das war echt die Stur, dass die da irgendwie zusammengepfercht haben. Seid ihr noch irgendwo, Leute? Oder ist die Party zu Ende? Ich habe hier doch auch noch irgendwelche... Hier gibt's auch noch Kopf. Ich will Kopf. Danke.
Lecker, lecker Kopf, wow. Wir werden bestimmt nochmal, was wir zusammen machen werden in der Folge, ist, hier gibt's auch nochmal Kopf, oder? Ist es Stein? Was wir auch nochmal machen werden zusammen in der Folge, ist hier so ein Ding, ne, zu bauen. Wie heißt's? Fallen. Hase, ich will ein Häschen. So. Das war jetzt nicht zielgenau getroffen, aber doch getroffen. Man hat natürlich trotzdem andauernd so ein bisschen die Angst, dass einen die Kannibalen überraschen. Die Flare Gun ist, wie gesagt, echt so, ja, das absolute OP-Medium. Damit kriegt man die innerhalb von ein paar Millisekunden platt geplättet. Aber trotz allem, die Kannibalen können auch auf Bäume klettern. Und wenn sie einen dann überraschen und du dann nicht vorbereitet bist, dann macht dir das trotz allem noch ein bisschen Angst. Ja? Was brauchen wir denn noch? Steine oder was ist das? Logs, brauchen wir noch mehr Logs? Ich brauche immer noch mehr zu essen. Können denn vielleicht noch mal ein paar Kannibalen herkommen? Wir haben keine Köpfe mehr, hallo? Leute, wir haben... Kann der mal bitte hier... Hallo? Kann der vielleicht mal... Hallo? Wir haben... Das soll's Köpfe im Sonderangebot geben oder so. Vielleicht gibt's hier drin noch ein paar Energy-Riegel, da müssen wir nicht andauernd jagen gehen. Zack! Also die Koffer außerhalb, die darf man dann zerschlagen. Ist offiziell erlaubt. Tennisbälle gibt's auch, ein Radio gibt's übrigens auch. Ein Cassette-Player, ja, wenn man den anmacht, dann bekommen die anscheinend auch Angst, die Kannibalen, weil die natürlich sowas nicht kennen wie einen Cassette-Player. Wahrscheinlich laufen da die neuesten Folgen von Benjamin Blümchen ab und das ist einfach so gruselig, dass man da absolut nicht mit gerechnet hätte, ja. Ich würde halt jetzt noch ganz gerne hier, aber dafür braucht man noch eine Fresse braucht man noch früher und... Zwei Steine, glaube ich. Keine Ahnung, warum mir das unten nicht angezeigt wird, aber ich glaube, ein Stein, also zwei Steine und eine Fresse noch. Eine Fresse müssen wir doch hier noch irgendwo rumliegen haben. Hallo, ich brauche doch nur ein Gesicht. Ein einziges Gesicht. Hier liegen 5000 Beine rum, aber kein Gesicht. Das kann es aber nicht sein. Ist das eins? Da haben wir eins. Schön. Ich habe ein Gesicht gefunden. Wundervoll. Dann klatschen wir das mal hin. Zack. Und jetzt noch vier Steine, oder zwei Steine. Die Steine hole ich mir meistens von da drüben. Das ist mein kleines privates Steinlager. Ja, Leute, wisst ihr, das ist meine super krasse Villa hier, ja. Im Nirgendwo, am Strand. Ich finde auch, man muss sich am Strand ansiedeln in The Forest, weil man braucht ja sein eigenes kleines Beach Resort, ja. Und einen Pool, und den Pool, den habe ich hier direkt vor der Tür, das finde ich wichtig. So! Und das kann man dann auch direkt anzünden, dann brennt das. Das ist bei Nacht schön für die zu sehen, aber auch wenn sie hier hinlaufen, ist das für die schön zu sehen. Ein riesengroßes, wunderschönes Denkmal. Dass ich der krasseste Motherfucker in diesem Wald bin. Ja. Das war's mit dem ersten offiziellen Video zur The Forest-Serie auf meinem Kanal. Wenn's euch gefällt, dann würde es mich freuen, wenn ihr euren Nachbar zerhackt. Nein, natürlich nicht. Wenn ihr eurem Nachbarn ein paar Blumen schenkt. Aber zerhacken halt hier dann, ne, im Spiel. Zerhacken macht man in echt nicht, Leute. Sonst werdet ihr auch in Kanada als Serienmörder gesucht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.